Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Wir nehmen heute mal den Champion. Welcome to Nova. Wir machen Eiersack. Wir machen den Eiersack. Ja, so nehme ich's. Eiersack Start mit Grawl. Klingt super. Werde ich dann auch gleich so durchsetzen. Mit Champion. Ich habe Pyrus noch am Start. Ich habe hier sowas noch am Start, Jünger. Das passt. Was ist das? Vier Skelettkrieger und ein Skelett Archer. Hier drüben ganz Kingpins. Mit Manoros logischerweise. Fiesta oder was? Er regeneriert zu stark. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir machen mal so. Das klingt gut für mich. Ordentliche Verteidigung mit Reflexion. Er hat zwei Runden lang geschickt, das heißt, er wird jetzt nicht großartig was haben, um mich zu blocken. Davon gehe ich mal aus. Ich werde hier trotzdem. Damit ein bisschen verteidigen. Sicher ist sicher. Okay, es bringt mir nichts. Ich habe gedacht, die könnten mehr. Aber können sie nicht. Jetzt können wir Full Worker pushen. Das Fett. Hydra Champion voll ausgebaut. Das kann sich sehen lassen. Hey, noch mehr Skelette! Ich mache jetzt nur Auto an, damit ich aufholen kann. Ich habe ja schließlich am Anfang Gurke eingebüßt, damit ich Hydra setzen kann. Acht Worker am Start. Das klingt schon mal sehr, sehr gut.
auf mich zu nerven. Bei sowas mache ich gar nicht mit. Nur diese Klugscheißer. So, jetzt haben wir genug aufgeholt. Zumindest für den Anfang. So. Und das sollte kein Problem sein, die Wave noch. Bei der nächsten muss ich dann ein bisschen aufpassen. Da kommt dann der magische Schaden. Auf Tour. Was das hier wird, weiß ich immer noch nicht so richtig. Aber naja. Wir werden es schon rausfinden mit dem Skelettbild. So, wir könnten jetzt den Crawl theoretisch platzieren, aber das möchte ich nicht. Weil der auch natürliche Verteidigung nur hat. Warten wir erstmal ein bisschen auf. Ging ja sowieso schon fast komplett. Da muss ich nicht viel machen. Ja, das ist irgendwie. Also das bringt ihm ja gar nichts. So wirklich. Also ich werde sicherlich auf 9 gehen. Und ja, alle haben leichte Verteidigung. Auf jeden Fall ein Plan. Auf 9 können wir den gut durchpushen. Bei den einen Baum so okay, aber sonst ist da nichts Gutes dabei. Finde ich es jetzt nicht so gut, aber ich mache einfach mal. Vielleicht hat auch einfach mega viele Rocker gebaut. Ich weiß es nicht. Haben wir den mit drin? Schicke wahrscheinlich noch mit Blut rein. Wenn es dann gleich soweit ist, zumindest.
Consider it done. Ganz entspannt. 80. Kann ich sogar noch mal Hörmet reinschicken. Nehme ich. Scheiß Ratten. Das nehme ich mit. Die Turtle geschickt und die Schnecke. Nächster Rocker. Boom. Explosion ist natürlich nicht schlecht, aber das ist vorbei. Das kann er nicht blocken. Und der kommt auch durch. Ja. Was für ein seltsamer Bild mit den Skeletten. Ich habe schon nie gesehen, weil die Skelette eigentlich kacke sind, gerade die Archer. Die Bonecrusher, die sind wenigstens auch ein bisschen tanky so und der Dark Mage kann sie einen verstärken, aber der Rest ist doch einfach kacke. Nee, kein Büro. Büro sind aber dann gleich hier. Passt so. Könnte auf 11 nochmal gehen. Was gibt's? Riesenschnecken. Könnte man mitnehmen. Also bei dem aktuellen Bild würden wir dir sogar was bringen. Nur mal so. Aber nein, wir nehmen das. Mal den Fähigkeitsschaden vom Pyro hoch. Noch ein Dino rein. Ich bin etwas drunter, aber ich habe halt meine Hydra. Da sind die Riesenschnecken. Fluss des Todes. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass jetzt noch ein Fluss des Todes kommt. Aber ich kann trotzdem durchkommen. Ja, die sind einfach kacke, die Skelett-Archer. Sehr schön. Ein kleiner Vorteil für uns. Das nutzen wir aus. Hier machen wir ein Upgrade. Schluss. Nichts geht mehr. Mal gucken. Ich würde gerne nach der 15 nochmal eine Hydra setzen, also ein Eiersack. Müssen wir mal schauen. Fürst des Todes.
kackt ganz schön rein. Dabei hat er mehr gebaut. Was geschickt bekommen? Ja, auch plus Riesenschnecken. Okay. Gegen ihn sind die wahrscheinlich besser als gegen mich. Ja, eine Yusora bauen wir. Nächster Zeus. Was wir jetzt schicken, können wir eigentlich machen. Gucken wir mal. Die Schaden brauche ich halt schon. Bisschen extra Kohle von Mimic. Nehme ich auf jeden Fall gern mit. Es waren aber nur einmal 3 Gold, glaube ich, und dann war er tot. Jawohl. Muss man locker kaufen. Wer muss trinken bei Worker kaufen? So. Oh, da habe ich keine Knete mehr. Aber dann kann ich den mal aufwerten. Jetzt hat er 300 overbuilt. Der ist immer noch nicht zu Kingpin geworden. Ich glaube, der hat noch was hingestellt. Ah, da könnte ich diesmal vielleicht nicht halten. diesmal wird es nichts. Aber knapp, es kommt nur einer durch. Und halt die beiden. Ja, Mini. Kann man vernachlässigen. So, wir bauen die Pyros auf. Fertig. Ja, dann müssen wir auf Stich gehen, also ich zumindest. Jetzt hatte ich die Bunker schon noch gebaut. Was will er denn die ganze Zeit? Ich meine, ich hätte auch eine Ramme holen können. Eine Ramme hätte ich theoretisch auch holen können. So, spare mir jetzt mein Geld, weil ich will einen Eiersack bauen. Einfach des Todes weg. Er hat 3. Zweiter weg. Dritter auch weg. Sehr gut. Shut down. Shut down. Sehr gut. Es gab sogar Shutter und Gold, obwohl ich über den bin. Aber es gibt noch ein bisschen Bonusgold. Dass ich meinen Eiersack verteidigen kann.
Alter, sind wir gierig. Nee. Nee, 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 so gierig sind wir nicht. Ich hätte jetzt noch einen zweiten bauen können. Das möchte ich aber nicht. Das ist mir dann doch zu risikoreich. Ich will auch, dass Sayasak überlebt. Wobei, es war einfacher als gedacht. Ich hätte auch den zweiten bauen können. Wobei, ich muss für ihn mitverteidigen. Das muss man schon sagen. Ja, war doch gut, dass ich noch was gebaut habe. Mein Eiersack muss safe sein. So. Den baue ich auf. Das muss man natürlich gucken. Dass ich hier noch so ein bisschen mehr Verteidigung aufbaue. Ich muss ja aktuell für ihn auch mithalten. So sieht es zumindest aus. Da muss ich vorne noch was hinstellen. Von der war zu schnell weg. Das halte ich nicht. Ein Eiersack hier drauf. Schade. Oh, der hält. Der Kack gab noch. Schade, mein Eiersack. Naja, jetzt ist die Hydra einmal da. Ja, gut, dann machen wir mit. Warum? Na, einfach so. Zack, rein. Pyro. Den werde ich auf. Ich mach's lieber so, dass ich den Backleader noch einpacke. Kacke, ich hab vergessen, vorne was hinzustellen. Ja, das hält er natürlich jetzt. Machen wir hier so ein bisschen Frontline, damit die nicht als erstes abkacken. Die zwei Büros noch aufwerten.
Gucken wir mal. Dass sie uns so eingeholt haben, ist unglaublich. Aber er hat auch die ganze Zeit nicht gehalten, ne? Das ist das Problem. Und hat kaum Worker gehabt. Alles geblockt. Okay, jetzt setze ich alles in Einheiten. Wir gehen nicht noch Eiersack. Können. Oder doch? Nee, ich muss viel mitverteidigen. Das geht nie und nimmer geht das gut aus. Holy shit, Alter, ist 1000 runter. Viele Möglichkeiten haben wir leider nicht. Hallo? Schick? Schick? Ja. Tausender. Der Typ, der mich belehrt hat, ne? Okay. Hier kommt es ja nur drauf an, wer zuerst da angeht. Wobei die halten. Naja, mal sehen. Ja, konnte ich nicht mehr halten. Die beiden sind auch down. Wir haben weniger Leben und sind zuerst dran. Nee, das wird nix. Schade. Defeat. Tja, ja, so ist das. Viel mehr Worker haben sie jetzt nicht gehabt unbedingt. Fiesta. Der hat Fiesta gespielt mit seinen Skeletten. Das ist krass. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, spannenden Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.